Also ich bin Daniel Domaschke. Und ich bin Lina Goncharenko. Also letztes Jahr war ich auf der deutschen Pflicht, bin ich gelaufen. Nur weil ich ja davor war ich verletzt, darum konnte ich keine Kür laufen. Ja, danach hatte ich die deutsche, Kür war ganz gut, ich wurde Erster, Pflicht war auch ganz gut und ich war noch auf einer internationalen Meisterschaft. Also ich war einmal auf der deutschen, wurde ich in Pflicht Vierte, in Kür weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube Achte. Und dann wurde ich insgesamt Dritte in Kombination und davor waren auch meistens so zweite, dritte Plätze. Also mich treibt an, dass es dass Rollsport mal olympisch wird, dass es irgendwann mal die ganze Welt kennt und dass man dann sozusagen als besonderer Mensch dasteht, dass man diesen Sport angefangen hat und auch weiterführen darf. Ja, bei mir ist es auch so, nur weil meistens, weil ich ja als Junge diesen Sport mache, sagen die meisten Jungs, oh, der macht diesen Sport und ich will das so, dass es so ein guter Sport wird, nicht nur so, ja, ein Mädchen, es soll so international sein. Also ich trainiere ja viermal die Woche und ich gehe ja noch zum Klavierspielen, also von daher geht das eigentlich. Viermal, ja, außer die Fahrt von Pferden hierher ist ein bisschen viel, aber sonst ist alles okay. Ja. Ja, und bei mir, ich mache fünfmal in der Woche und ich spiele schon vier Jahre auf der Geige. Also es ist gut, es ist auch mal Zeit, sich mit den Freunden zu treffen. Ja, also man ist nicht so eingeschränkt vom Rollstuhl.